Das Thema heute ist die Fortsetzung der Geschichte von Kain und Abel, nämlich was aus ihnen geworden ist, den Nachkommen von Adam und Eva. Da gibt es zwei interessante Stammbäume und diese zwei Stammbäume erinnern ein bisschen an die zwei Bäume, die im Garten waren. Der eine war der Baum des Lebens, das ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und das andere war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ein Leben in Unabhängigkeit von Gott. Bisschen leiser übersetzen, bitte. Ein Leben in Unabhängigkeit von Gott. Also diese zwei Wege gibt es, entweder mit Gott oder unabhängig von Gott. Das sind diese zwei Bäume im Garten Eden, die das dargestellt haben. Und genauso hat sich die Menschheit von Adam weg entwickelt. Die Nachkommen Kains, die ein Leben in der Abkehr von Gott gelebt haben, und die Nachkommen Seths, die ein Leben in Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Ich schlage vor, setzt euch darüber, da ist es ein bisschen vom Geräusch her leichter, wenn ihr euch dort auf den Tisch setzt, weil und in der Tischgruppe übersetzt. Bisschen gedämpfter, weil sonst ist es genau euer Schallpegel zu den hinteren Reihen, das wäre unpraktisch. Also die Nachkommen Kains, ein Leben in der Abkehr von Gott, und die Nachkommen Seths, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und diese beiden Lebensweisen oder beiden Nachkommenschaften sind auch für uns zwei Wege, die vor uns liegen. Wir können so leben wie die Kainskinder oder so leben wie die Nachkommen von Seth. Und das ist eine Wahl, die wir zu treffen haben. Und ich werde zuerst den Nachkommen Kains vorstellen. Da steht geschrieben, da ging Kain von dem Angesicht des Herrn hinweg. Also er hat seinen Bruder ermordet, Gott hat ihn zurechtgewiesen, hat eigentlich noch versucht, ihn zur Umkehr zu bewegen und um ihn zu werben. Kain hat sich umgedreht und ist weggegangen und wohnt im Land Nod gegenüber von Eden. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Und gebar Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Und Henoch wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal. Er war der Vater derer, die in Zelten wohnen und Vieh haben. Der Name seines Bruders war Jubal. Er ist derjenige, der den Psalter und die Harfe erfunden hat. Und Zilla gebar auch Tubal-Kain, einen Schmied und Fabrikanten von Bronze und Eisen. Und die Schwester von Tubal-Kain war Naama. Da sagte Lamech zu seinen Frauen Ada und Zilla: Hört auf meine Stimme, ihr Frauen des Lamech, und hört genau auf meine Worte, denn ich habe einen Mann getötet, weil er mich verwundet hat. Und einen jungen Mann, weil er mich verletzt hat. Wenn Kain siebenfach gerecht werden soll, dann Lamech 77-fach. Und wir haben uns diese Episode mit diesem Verachten und Verhöhnen der Gnade Gottes letzte Woche mal schon angeschaut. Auf das gehe ich jetzt nicht mehr so ein. Aber was ich hervorheben will, es geht um eine bewusste Abkehr von Gott. Denn der Herr hat Kain nicht von sich selbst verstoßen, sondern nur vom Ackerboden. Er hat nicht gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Er hat gesagt, jetzt hast du ein Problem im Ackerboden. Weil du deinen Bruder auf dem Ackerboden erschlagen hast, wird dir der Ackerboden keine Frucht mehr bringen. Aber um Himmels Willen, Kain hätte doch nicht von Gott weglaufen sollen. Das ist ja die dümmste Antwort auf eine Zurechtweisung Gottes, dass man sich abwendet von ihm. Aber er ging weg. Und man fragt sich, warum? Warum geht jemand, der im Wesentlichen sehr freundlich und liebevoll zurechtgewiesen wird aufgrund einer schrecklichen Tat, warum geht der weg? Weil Kritik an Fehlverhalten soll ja eigentlich eine Zurechtweisung sein, so hat es Gott gemeint. Aber Kain hat es nicht als eine Zurechtweisung empfunden, sondern als eine Abweisung. Und er hat sich deswegen abgewandt. Und das möchte ich ein bisschen auf das eingehen. Zurechtweisung im Sinne des Gewinnens oder des Vernichtens.
Kain hat es als eine vernichtende Kritik aufgefasst, was eigentlich gewinnend gemeint war. Habt ihr in einer Zeitschrift was gelesen? Angst vor Kritik heißt der Artikel. Da schreibt irgendein Psychologe, ich habe meinen Namen jetzt nicht gemerkt, aber der Link ist eh dort, könnte ich nachschauen. Aber der Text ist, der bringt es ziemlich auf den Punkt, um was ich mir auch gedacht habe. Im Alltag ist eine Kritik in der Regel nicht existenzbedrohend. Dennoch fühlen wir uns so, als wäre unsere Existenz bedroht, wenn uns jemand kritisiert. Warum ist das so? Also keines nicht der Einzige, gell? Das geht uns allen offenbar so, dass wenn wir kritisiert werden, dass wir uns da in der Existenz als Person, als Mensch in Frage gestellt sehen und nicht nur unser Verhalten. Eine Kritik für uns ist so bedrohlich, da sie in unseren Augen gleichbedeutend ist mit einer Ablehnung unserer Person. Wir haben Angst, als Person oder als Mensch abgelehnt zu werden, wenn man uns kritisiert. Je nachdem, in welcher Form unsere Eltern unser Verhalten kritisiert haben, hatte das Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl. Wenn sie nicht nur unser Verhalten kritisiert haben, sondern unsere ganze Person, dann haben wir gelernt, wenn ich etwas Falsches tue oder sage, dann bin ich nicht mehr liebenswert. Und das ist ja schrecklich. Was haben wir da? Gott hat in der Zurechtweisung mit Kain in jeder Silbe Kain gegenüber Liebe ausgedrückt. Da war kein lautes Anfahren drinnen, das war ein mit Fragen zur Umkehr leiten, ein Versuch, ihn zu gewinnen. Aber Kain konnte mit der Zurechtweisung Gottes nicht umgehen. Und ich denke, ich habe das letzte Woche als so eine Überlegung, als eine Möglichkeit formuliert, dass das Selbstwert von Kain mit seiner bevorzugten Stellung in der Familie zusammenhängen könnte. Weil die Eva gesagt hat, das ist jetzt der Mann, den ich mit Gott geboren habe. Ja, und den Abel, so der Hauch, den gibt es halt auch noch. Der Kain war der Lieblingssohn in der Familie. Und ein Lieblingssohn, der nicht viel kritisiert wird, der verwöhnt und verhätschelt wird, der tut sich besonders schwer, mit Kritik umzugehen. Und wir sehen das in der Schrift immer wieder. Der Richter Samuel hat seine Söhne nicht ordentlich erzogen. Der Priester Eli hat seine Söhne nicht ordentlich erzogen. Sie waren wie Kain. Verwöhnt, verzärtelt, nicht kritikfähig. Und im Endeffekt dann eigensinnig und böse. David übrigens auch. David hat seine Söhne auch nicht richtig erzogen. Das ist auch schief gegangen mit der Kindererziehung. Also ich denke, in die Richtung liege ich sicher nicht ganz falsch. Aber eines steht absolut fest. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er ihn kritisiert hat, zurechtweisen wollte. Aber Kain hat sich gegenüber Gott verschlossen. Was ist aber diese vernichtende Kritik? Wir kennen alle dieses Thumbs down. Und wenn ich mir überlege, bei den ganzen sozialen Medien ist immer Daumen rauf, Daumen runter. Und wenn ich mir überlege, Daumen rauf bedeutet von der Gladiatorenkämpfen in Rom, du darfst leben. Und Daumen runter, du sollst sterben. Bitte, ist uns bewusst, was wir mit den sogenannten Likes und Dislikes eigentlich für eine Symbolik haben? Wir sprechen im Prinzip ein Urteil über Leben und Tod aus mit Leben, Tod. Und das auf jeden Facebook, jeden YouTube, irgendwo, wo wir was liken oder nicht liken, Leben, Tod. So radikal sind wir bereits in unseren Bewertungen und wir nennen das einfach nur Like oder Dislike. Aber das Dislike ist ein Symbol des Todes. Und das ist vernichtend. Deswegen können viele Leute damit nicht umgehen. Bei einer vernichtenden Kritik geht man nicht nur das Verhalten auf den Nerv, sondern ich will den Menschen loswerden. Eine Geschichte. In der Gemeinde in Wien, wo ich zum Glauben gekommen bin und wo wir Gottesdienst gefeiert haben, hat es ein schönes Klavier gegeben. Und es ist wirklich schön gespielt worden. Wir hatten einen sehr, sehr guten Pianisten für den Gottesdienst. Und über uns, über unserem Gemeindelokal, wohnt eine alte Frau, die wollte als Kind immer Klavier lernen und es ist ihr verboten worden. Die hat ein Trauma gehabt. Und jedes Mal, wenn sie das Klavier zu laut empfunden hat, hat sie uns die Polizei geschickt wegen Ruhestörung. Da ist die Polizei in Gottesdienst gekommen, weil Klavier gespielt worden ist. Ich habe das einem eifrigen jungen Bruder erzählt, die Geschichte. Und der hat knallhart und eiskalt gesagt,
haltet euch fest, die Frau muss man wegbeten. Entweder bekehrt sie sich oder sie stirbt, Hauptsache sie ist weg und der Ruhe ist. Und er dachte, um Himmels Willen, was ist das für eine Aussage? Das ist Vernichtung. Das ist natürlich aus dem Fleisch gekommen. Das ist natürlich aus der Bequemlichkeit gekommen. Leichter ist es immer, wenn der andere weg ist. Wenn der, der mich stört, weg ist, ist es immer leichter. Dann habe ich meine Ruhe, meinen Frieden. Schleich dich, weg mit dir. Gekrochen. In Wien sagt man gekrachen, heißt so viel wie Stier, Bruder. Und das ist dieses böse Herz in uns, das eigentlich den anderen vernichtet, weil er meinetwegen in meinem Leben ein bisschen unbequem ist. Aber bin ich nicht auch unbequem für andere, dann müsste er auch schon lange tot sein. Es gibt Leute, die mir quasi den Tod gewünscht haben. Wenn der andere weg ist, das ist eine ganz, ganz schlimme Haltung. Das ist die vernichtende Kritik. Wisst ihr, da geht es dann nicht mehr um Liebe, sondern um Hass. Da steht Hass hinter dieser Sache. Wenn wir uns zur Liebe gegenüber Gott bekennen, zur Liebe gegenüber unseren Nächsten, zur Liebe gegenüber unseren Glaubensgeschwistern, sogar zur Liebe gegenüber unseren Feinden, dann hat Hass in unserem Herzen keine Existenzberechtigung. Hass zielt immer auf die Vernichtung des anderen und es ist eigentlich nichts anderes als Mord. Wenn ich erst dann sage, jetzt bin ich glücklich, wenn der andere tot ist, dann bin ich ein Mörder, auch wenn ich es nicht durchgeführt habe. Und das ist da die Geschichte. Ich sage, das ist sehr wichtig, weil wir immer wieder mit uns selbst aufpassen müssen. Wir haben manchmal so ein bisschen eine Kainsnatur in uns drinnen. Es kommt hin und wieder der Kain in uns zum Vorschein, dieses verdorbene, sündhafte Denken und Wesen, das wir mitbekommen haben in dieser Welt. Und auch die Welt ist so. Die Welt ist so. Wann ist Frieden in Israel, wenn der Gazastreifen ausradiert ist? Das ist Hass. Das ist nicht gut. Also vernichtende Kritik sollte bei uns überhaupt nicht einmal im Ansatz vorkommen. Stattdessen eine aufbauende, eine zurechtweisende. Wie ist es bei uns? Sollte ich Zurechtweisung nicht als das annehmen, was das Wort sagt? Was heißt denn zurechtweisen? Es bedeutet, dass ich zurechtgebracht werde, dass ich berichtigt werde, dass ich richtig werde. Nein, wollen wir falsch sein? Jetzt stellt euch vor, ihr baut ein Haus und seid ganz stolz, weil ihr habt die Hütte gebaut, aber ihr seid keine Architekten und keine Statiker. Und jetzt kommt der Baumeister vorbei und sagt, naja, lang wirst du keine Freude haben mit dem Haus, weil sich da unten den Grund, das Fundament hast nicht gut gelegt. Du wirst sehen, in 2-3 Jahren sackt es ein, dann hast du einen wunderschönen Riss und die Hälfte vom Haus wird dir wegbrechen. Und jetzt kannst du sagen, ich bin so stolz auf das Haus, was ich gebaut habe. Warum will mir der meine Freude kaputt machen? Der mag mich nicht. Der verachtet mich. Aber eigentlich will er mir helfen, einen Fehler noch zu reparieren, bevor der Schaden da ist. Und so sind wir in unserem Leben auch wie ein schiefes Haus, wie ein Haus, das schlecht gebaut ist. Unsere Lebensentwürfe funktionieren einfach nicht immer. Und jetzt kommt jemand und sagt uns, du, wenn du das so weitermachst, das wird ein böses Ende nehmen. Das geht nicht gut aus. Und dann ärgert man sich oft, wenn man sich das nicht sagen lassen will. Wer ist der, dass er mal was sagt? Aber ist es nicht gut, wenn mich jemand davor bewahren will, falsch zu liegen, falsch zu handeln, verfehlt zu leben? Ist es nicht gut? Und da kommt noch etwas dazu. Wir reden uns oft draus aus, na, er hat es nicht freundlich genug gesagt. Er war nicht liebevoll genug in seiner Kritik. Und wir reden uns auf Formalitäten aus in der Kritik oft, um dem Inhalt auszuweichen. Oder wir sagen, aber der, schaut er sein Leben an, der braucht man gar nichts sagen. Ja, was sein Leben betrifft, ist sein Leben. Aber wo er Recht hat bei meinem Leben, da sollte ich in mich gehen. Versteht ihr, was ich meine? Dieses Abwiegeln, dass man schaut, dass man die Kritik entkräftet, aufgrund
meinetwegen der Unvollkommenheit des Kritikers, jeder Kritiker ist unvollkommen. Stellt euch vor, ein Musikkritiker in einem Konzert schreibt in der Kronenzeitung eine Kritik über Nabucco und tobt sich dort aus über die Fehlleistungen des Dirigenten. Ich sage euch, kein Musikkritiker könnte ein Orchester so leiten, wie es der Dirigent dort tut. Also der Kritiker, der Musikkritiker in der Krone, der eine Kolumne schreibt, der ist keineswegs ein Dirigent oder auch nur annähernd so gut wie der Dirigent, der diese Oper geleitet hat. Aber er ist Fachmann genug, um Fehler zu erkennen und zu bewerten. Und ein Dirigent, der demütig ist, wird sich von einem Fachmann einmal auch was sagen lassen. Ja, vielleicht habe ich das Tempo wirklich zu schnell genommen für diese Passage. Vielleicht hätte ich das Orchester zurücknehmen müssen von der Lautstärke, damit man die Sopranistin besser hört. Weil man oft einmal, auch wenn man gut ist in seinem Fach, übers Ziel hinausschießt. Das heißt, ich muss die Demut haben, wenn ich kritisiert werde oder wenn man was bei mir anspricht, dass ich nicht auf den Überbringer der Botschaft schaue. Die meisten Propheten waren unscheinbar und seltsam. Ja? Nicht so würdig und mächtig wie ein König, dem die Botschaft gegolten hat. Und ich darf auch nicht mich festbeißen, dass der Ton nicht gepasst hat. Manchmal kommt eine Kritik ruppig rüber, weil der, der sie bringt, vielleicht aufgeregt ist oder nervös oder unsicher ist. Wie soll er es sagen? Wir sollen, denke ich, immer mal einen Schritt zurückgehen und sagen, boom, also der ist mir jetzt schon ganz schön heftig angeflogen, bin ja kein Flughafen, wumms, da hat es gedonnert. Aber was ist denn dran an dem, was er sagt oder sie sagt? Was ist dran an dem, was mir gesagt worden ist? Und dann kann man weiterkommen. Wir sollen diese Abwehrhaltungen, denke ich, ablegen. Weil was hält mich ab davon? Was hält mich wirklich ab? Der Wunsch, so angenommen zu werden, wie ich bin, inklusive aller Fehler. Kurz, ich will mich nicht ändern. Ich bin nicht änderungswillig. Ich bin nicht änderungswillig, wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Das Leben ist einfacher, wenn man immer so weitermachen kann wie bisher. Aber wenn dir jemand sagt, du musst dich ändern, das ist nicht gut. Alter. Das ist ein unangenehmer Prozess, sich zu verändern. Negative Gewohnheiten abzulegen. Und sei es nur Nägelbeißen. Wenn man sagt, hör auf zum Nägelbeißen. Eltern sagen das den Kindern, mach mal, das ist nicht gut. Du kannst dir da Infektion holen oder was auch immer. Und außerdem, was soll das Nervöse herumkiefen? Ich habe früher Nägel gebissen. Irgendwann habe ich es nicht mehr gemacht. Ja. Nur, es ist ein dummes Beispiel vielleicht. Ja. Aber das sind so Sachen, aus Gewohnheiten rauszukommen. Nägel beißen mag vielleicht nicht das Beste sein, Nasenbohren. Blöde Redensarten, schlechtes Vokabular, die ständigen Schimpfwörter, die rausdonnern oder sonst was. Ja. Es gibt viele Dinge, die wir so eingelernt haben von Kindheit an, die aber nicht gut sind. Es ist ein unangenehmer Prozess der Veränderung vom Bösen zum Guten. Wollen wir das? Aber ich glaube, noch tiefer bei aller Sache ist ein gewisser Mangel an Glauben und Gottesfurcht. Wenn wir Kritik nicht annehmen wollen, dann sagen wir eigentlich indirekt, über mir steht keiner. Dann sagen wir, ich bin mein eigener Herr. Was mischst du dich ein? Gott mischt sich ein. Gott will uns ja besser machen. Gott will uns ja weiterbringen. Und deswegen, die Sprüche sind in der Hinsicht ein ganz wesentliches Buch. Da heißt Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, der König war in Israel, um Weisheit und Erziehung zu erkennen, Worte der Klugheit zu verstehen, Wendungen von Worten anzunehmen, wahre Gerechtigkeit zu verstehen und Urteil gerade zu richten, damit er Arglosen Schlauheit gebe und dem jungen Kind Wahrnehmung und Einsicht. Denn wer darauf als Weiser hört, wird weiser sein. Der Einsichtige aber wird Führungskunst erwerben und Gleichnis und dunkles Wort verstehen und reden von Weisen und Rätsel. Das heißt, im Prinzip ist es Gottes Erziehungsprogramm, dass er uns als seine Kinder weiterbringt.
damit wir mehr werden wie er im Charakter, im Wesen, im Handeln, im Tun, im Empfinden. Deswegen die Weisheitsliteratur, die Sprichwörter, die Psalmen, Buch Hiob, Jesus Sirach und andere, die uns Lebensweisheiten mitgeben, wie ein Leben gelingen kann. Anfang der Weisheit ist dabei die Furcht Gottes. Gottesfurcht, eine Ehrfurcht vor Gott, ein Ernstnehmen Gottes. Das ist ein gutes Verständnis für alle, die sie tun. Ehrfurcht gegenüber Gott aber ist Anfang der Wahrnehmung, Weisheit aber und Erziehung werden die Gottlosen verachten. Kein hat Weisheit und Erziehung verachtet. Deswegen ist er von Gott weggegangen. Darum beginnt im Prinzip alles im Leben mit der Furcht Gottes. Ohne Gottesfurcht gibt es keine Weisheit. Ohne Weisheit gibt es keine Fortschritte im geistlichen Wachstum. Und dann steht in den Sprüchen, ein Baum des Lebens ist die Weisheit allen, die sich an sie halten und denen, die sich auf sie stützen, wie auf den Herrn, ist sie zuverlässig. Denen, die sich auf sie stützen, wie auf den Herrn, ist die Weisheit zuverlässig. Sprüche 3,18. Das heißt, Baum des Lebens, da haben wir wieder Leben mit Gott. Leben mit Gott geht Hand in Hand mit Weisheit von Gott, Weisheit von oben, die uns erzieht und weiterbringt. Und deswegen sind die Weisheitsbücher der Bibel wirklich wichtig für uns zum Lesen. Manchmal mögen sie ein bisschen langatmig sein, die Sprüche oder Jesus Sirach, weil sie immer wiederholt. Aber diese Wiederholung heißt ja einprägen. Und es sind gute Bilder und Lebensweisheiten drinnen. Also es ist ein Lebensweg ohne Gott, der sich in der Familie Kains etabliert hat. Statt des Lebens unter Gottes Zucht oder Erziehung geht Kain weg von Gott und er hat sich in einem Land namens Nod angesiedelt. Er wird wahrscheinlich dem Land den Namen gegeben haben. Also er hat sich wo angesiedelt, hat gesagt, das hier ist das Land Nod, das Land der Heimatlosigkeit. Und er hat dort eine Familie gegründet, aber tragischerweise er hatte keinen Glauben mehr, den er seinen Kindern weitergeben hätte können. Was hat Kain seinen Kindern, seinen Nachkommen noch zu geben gehabt? Außer ein paar praktische, handwerkliche Fähigkeiten und darauf zu warten, wie man halt irgendwann stirbt. Ja? Er hat ihnen nichts mehr Geistliches mitgeben können. Und dennoch hat er seinen Sohn Henoch genannt. Henoch heißt Einweihung. Und das bedeutet, irgendwie will er ja doch religiös sein, weil ohne Religion kann ein Mensch nicht leben. Aber eine Religion in Abkehr von Gott, das ist etwas Eigengemachtes. Das ist dann eine selbstgebastelte Religion, eine eigene Philosophie, in letzter Weise eine Verherrlichung und eine Vergöttlichung des Menschen. Henoch hat er seinen Sohn genannt. Und auch die Stadt. Er hat dann eine Stadt gebaut, die hat er nach dem Sohn benannt, der sein Ein und Alles war. Also auch die Stadt, über ganz was Neues, eine Stadt. Ich komme auf das, wo er die Frau her hat, wenn du das meinst, oder? Henoch hat ein Buch geschrieben? Nein, das ist ein anderer Henoch. Okay. Es gibt zwei Henochs, den zweiten Henoch werden wir noch sehen. Ja? Henoch war sein Ein und Alles, sein erster Sohn und seine Stadt hat er nach seinem Sohn benannt. Da merkt man, was für einen Stellenwert Henoch für Kain gehabt hat. Und man merkt, er hat genau dieselbe Art der falschen Kindererziehung begonnen, wie seine Mutter Eva bei ihm. Wenn man das ein bisschen weiter denkt. Es setzt sich fort durch die Generationen. Drum, ich bin meinen Eltern wahnsinnig dankbar für die Kindererziehung, die ich genossen habe. Sie haben es, denke ich, recht gut gemacht. Und was sie nicht gut gemacht haben, kann ich zumindest auch als solches bewerten und sage, ich muss ja nicht alles machen wie meine Eltern. Aber wir haben bei diesen ganzen Eltern-Kinder-Geschichten, die entweder macht man es genau wie die Eltern oder man macht akkurat das Gegenteil. Es ist so selten, dass eine Familie die Kinder gesund erzieht. Mit einer richtigen Ausgewogenheit. Kain hat also im Prinzip wieder seinen Sohn Henoch total erhöht und seine Stadt sogar nach seinem Sohn benannt. Da sieht man so den Städtebauer Kain in einem Kupferstich. Und er war ja dazu verdammt, ruhelos umherzuziehen, ängstlich und zitternd, aus Furcht vor Blutrache. Gott hat ihm ein Kainsmal gemacht, damit er nicht der Blutrache verfällt. Und in seiner Ruhelosigkeit
hat eine Stadt gegründet, der denselben religiösen Namen gibt wie seinen Sohn. Das heißt, der Ruhelosigkeit begegnet er mit einer Stadt. Und da steht etwas vor Augen bei einer Stadt. Das ist ein sichtbares Zentrum und ein Ort der Sicherheit. Der Stadt ist, damals war es meistens ummauert, und weil er sie ummauert hat, dann war das ein Zeichen für seine Angst. Seine Lebensängste, seine Angst vor den Menschen, eine Stadt, da ist Sicherheit, ist eine Mauer, ist ein Zentrum. Und er kommt, ich sage es einmal so salopp, er kommt vermeintlich zur Ruhe, indem er sich einmauert. Aber die Stadt macht ihn nicht frei und löst sein Dilemma nicht. Einmauern. Da gab es einmal einen lieben, ich glaube, der war aus Ostfriesland, der Prediger, aus dem hohen Norden Deutschlands, Focker Richards hat er geheißen. Einen knallroten Bart hat er gehabt und war Gemeindebauer in Tulln und hat uns einmal in der Tulpengasse, wo wir damals waren, da haben wir so eine Holzverschalung an der Wand gehabt, rundherum so Bretter. Und er hat gesagt, ich sehe hier die Bretterwand, man kann sich als Gemeinde auch wunderbar einbrettern. Und er hat gemeint, ist es, dass wir uns zurückziehen hinter unsere Mauern, zurück in unser Schneckenhaus. Man kann sich als Gemeinde auch wunderbar einbrettern. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Jeder von uns kann so eine Mauer um sich herum bauen, als einen scheinbaren Schutz aufgrund von Ängsten. Wir haben gewisse Ängste vor den anderen. Ängste meinetwegen wieder vor der Kritik, vor der Zurechtweisung, vor der Korrektur. Auch Angst vor Hilfestellungen, da mauert man sich ein, da zieht man sich zurück ins Schneckenhaus. Das Drama ist, dieses Einmauern, sich einmauern macht nicht frei. Das ist im Prinzip ein selbstgewähltes, selbstgebautes Gefängnis. Und das ist die Tragik. Die Stadt, die der Kain gebaut hat, hat ihn auch nicht frei gemacht und hat sein Dilemma nicht gelöst. Und dabei ist interessant in der ganzen Bibel, dass die ersten Städte und auch weiterhin durchaus negativ bewertet sind. Städte werden selten als positive Orte beschrieben. Sie sind eher ein Ausdruck der Flucht vor Gott und dem gottgegebenen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Anstatt sich auszubreiten über die Welt, konzentrieren wir uns in den Städten. Wir werden das dann beim Turmbau zur Babel noch vertieft besprechen. Und sie sind auch Ausdruck der Selbsterhöhung des Menschen. Die Stadt ist nach einem Menschen benannt, die Kain gebaut hat. Kein Zufall, ja? Und es gibt nur eine Stadt, die positiv bewertet wird, auf die wir hoffen und warten. Das ist die Stadt, die aus dem Himmel kommt. Das himmlische Zion oder Jerusalem, die Stadt, die Grundlagen hat, wo Gott wohnt. Darum heißt es von Abraham, durch Glauben hielt sich Abraham im Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, hoppala, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir sehen da eine Stadt, schaut's, Triumphbögen, da geht es darum, dass Sieger und Herrscher mächtig sich feiern lassen. Da gibt es Denkmäler in den Städten, die große Helden und Dichter und Denker Menschen erhöhen im Pros zum ewigen Gedenken. Da gibt es Leuchtreklamen, Werbung, Geschäfte auf tausend, allerlei Ablenkungen und Highlife. Da gibt es eine Skyline, die beeindruckt und von Weitem zu sehen ist. Städte. Städte, das sind die Orte, wo man vor lauter Menschenwerken Gottes Werke nicht mehr wahrnimmt. Städte sind voll von Menschen, aber auch voll von Anonymität und Einsamkeit. Es ist ja eigentlich fast paradox. Dort, wo viele Menschen sind, ist man einsam. Je mehr Menschen, desto mehr Einsamkeit. Je mehr Menschen, desto mehr Anonymität. Man merkt es, oder viele von uns sind aus einer Stadt hier aufs Land herausgezogen. Wir sehen den Unterschied, wie man die Leute hier kennt. Man grüßt einander auf der Straße, am Platz. Jeder grüßt jeden, jeder kennt jeden. In der Stadt will ich automatisch mittlerweile jeden grüßen, der mir den Weg läuft, nur da wäre ich nicht fertig. Das sind einfach so viele. Wenn man in der U-Bahn mit 300 Leuten sitzt und sagt, morgen, grüß dich, servus, das ist kein Ende. Ja. Und somit führt es automatisch in die Einsamkeit.
Jeder mauert sich dort ein in seiner kleinen Gemeindebauwohnung oder sonst wo. Jeder zieht die Mauern um sich herum. Einsamkeit, Anonymität. Die Städte sind voller Unruhe und Ablenkung. Und anders gesagt, ganz einfach, das ist keine artgerechte Haltung für uns Menschen, die wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. So hat sich Gott das Zusammenleben der Menschen nicht vorgestellt. Das ist nicht gut. Und es hat mit Kain begonnen. Das finde ich interessant. Das ist kein Zufall. Die weiteren Nachkommen Kains in aller Kürze. Henoch heißt Einweihung, das haben wir gehört. Deswegen ein religiöser Name, Einweihung wie ein Tempel, der eingeweiht wird. Irad, der Sohn von Henoch, das bedeutet flüchtig, schnell oder Läufer. Mehujael bedeutet von Gott geschlagen. Das ist schon eine tragische Namensgebung, oder? Methushael, da dürfte es ein bisschen einen Aufschwung gegeben haben, Mann von Gott. Und dann kam Lamech, der kräftige Jüngling heißt es. Seine Frau Ada heißt Schmuck. Seine Frau Zilla heißt Erquickung oder Schatten. Und die Kinder Jabal, der Wanderer, der Strom, Jubal, der Schall, Tubal-Kain, der Hammerschlag und Naama, die Tochter, lieblich. Und in diesen Namen, gerade bei Lamech dann im Besonderen, merken wir, in welche Richtung die Gesellschaft gegangen ist. Namensgebungen sind sehr bedeutsam, weil sie damals bewusst gewählt worden sind. Er hat zwei Frauen statt einer genommen. Das ist der Beginn der Polygamie, der Vielehe. Beginnt auch interessanterweise gerade in der Nachfolge Kains. Ich habe so viel Potenz und so viel Libido, eine Frau reicht mir da nicht. Dann nehme ich eine zweite dazu. Das bedeutet aber auch, dass Frauen bereits zu etwas werden, die benutzt werden. Frauen als etwas, wo ich mich abreagieren kann oder trösten kann oder was mir dient. Da geht es um Schmuck. Frauen sollen geschmückt sein und schön sein, toll anzuschauen. Da kann ich mich austoben. Ich kann mit viel teurem Schmuck meiner Frau so etwas wie Wertschätzung zeigen oder heucheln. Ich kann mit meiner Frau angeben, wenn sie wie ein Christbaum einherstolziert, behängt mit Gold und Perlen von oben bis unten, Schmuck. Da geht es um Erquickung. Zilla heißt Erquickung oder Schatten und ich habe dazu geschrieben Labestation. Ja, die Frau nehmen wir jetzt zum Abkommen, zum Erholen. Da gibt es das Lied von der ersten allgemeinen Verunsicherung, der Alpenrap, wo der Sepp noch da am Ende der Geschichte sagt, jetzt brauche ich einen Enzian und die Sennerin, also die Bäuerin. Jetzt brauche ich einen Schnaps und die Bäuerin. Abreagieren, Labestation, Erquickung. Das ist sehr oft die Art und Weise, wie Männer Frauen sehen und mit ihnen umgehen. In einer Welt, die Gott entfremdet ist. Die nichts mehr von Gottes Ebenbildlichkeit weiß, nichts mehr von Würde weiß. Die Frauen sollen vor allem lieblich sein, schön anzuschauen, nett, fügsam, all diese Dinge. Also das Frauenbild, auf das gehe ich ein bisschen später noch vielleicht, ist eine Sache, die sich total verändert hat in der Kainsgesellschaft. Die nomadische Viehzucht, das ist wieder ein unstetes, nicht zur Ruhe kommendes Leben im Streben nach Wohlstand. Warum nomadische Viehzucht? Mein Abel hat auch Schafe gezüchtet, aber das Herumziehen mit großen Herden bedeutet, ich will den Rinder- oder Viehbestand vergrößern, vermehren. Ich will möglichst viel Vieh haben, damit ich möglichst reich werde. Nur das geht mit den Weidegründen nicht. Also ziehe ich mit meinen Riesenherden von Weidegrund zu Weidegrund wie ein Heuschreckenschwamm. Das ist im Prinzip, ich sage es einmal salopp, wie eine Form der Massentierhaltung der Antike. Diese Riesenherden. Keine Selbsterhalterwirtschaft, wie es vernünftig und angemessen wäre, sondern eine übertriebene, nach Reichtum strebende Viehzucht. Und die Musikinstrumente, an sich sind Musikinstrumente ja nichts Böses. Aber sie werden dann ein bisschen als Selbstzweck und Mittel der Selbstberuhigung in der Unruhe der Gottlosigkeit. Musik als Flucht vor Stille. Ich sehe das immer wieder in der Stadt, in der Straße, wenn ich unterwegs bin. Die Leute sind ständig mit Ohrstöpseln unterwegs, oder viele.
Oder gleich mit solchen Kopfhörern. Mitten im Straßenverkehr gehen sie mit solchen Kopfhörern herum und geben sich den Soundtrack ihres mickrigen Lebens. Irgendeine Musik, die ständig hineindröhnt, die sie ablenkt von der Welt, in der sie eigentlich mit offenen Augen und Ohren Gott wahrnehmen sollten. Aber es ist Flucht vor Gott. Geräusch, Lärm, Musik kann zur Flucht vor Gott führen oder kann Ausdruck dieser Flucht sein. Flucht vor der Stille, Flucht vor dem Reden Gottes. Und die Metallverarbeitung. Dubalcain. Klar, Eisen macht das Pflügen leichter. Und wir haben vor 2 Wochen einfach gesagt, wie gehen wir mit dem Fluch Gottes nach dem Sündenfall um? Beugen wir uns unter den Fluch oder begehren wir gegen den Fluch auf? Nehmen wir in Demut die Erziehung Gottes an oder versuchen wir uns dieses Joch abzuwerfen? Und ja, ich habe erst einen Eisenpflug. Es ist nicht mehr so schweißtreibendes Arbeiten. Schau her, Gott, ich habe es mir leichter gemacht. Jetzt haben wir Computer, schau, ich brauche nicht mehr Kopfrechnen. Wir haben einen Taschenrechner, schau her, ich habe es mir leichter gemacht. Jetzt haben wir künstliche Intelligenz, jetzt brauche ich nicht mehr selber nachdenken. Schau her, jetzt kann ich meine Diplomarbeit mit der KI schreiben lassen. Brauche ich nicht mehr selber denken. Wir haben es leichter gemacht, Herr. Das ist diese Haltung unserer gottlosen Gesellschaft, dass wir es uns so leicht machen, dass wir verkümmern und unser Menschsein verlieren. Alle Fertigkeiten, die unsere Väter und Großväter und Großmütter gehabt haben, weg. Ausgelagert zu den Sklaven nach China in die Sweatshops. Keiner kann sie mehr gewandt nahen. Schuster aus Indien, die Schuhe. Computer programmieren, die besten Programmierer sind in Indien, die sind die billigen. Und wir haben die KI und wir lassen uns alles nur mehr auf Knopfdruck mit irgendeiner App. Fürchterlich. Merkt ihr, in welche Richtung diese Gesellschaft geht? Hat da begonnen, sich alles leichter machen und außerdem zur Herstellung von Waffen. Gewalt und Selbstjustiz. Also zusammengefasst, durch Kains Nachkommenschaft kamen die Städte in ihrer Anonymität und Einsamkeit, die Massentierhaltung in all ihrer Problematik, Kunst und Kultur als Ablenkung. Ich sage nicht, dass Kunst und Kultur schlecht sind, aber wenn sie nur mehr der Ablenkung dienen, der Flucht vor Gott und nicht mehr der Ehre Gottes, dann ist Musik etwas Negatives. Die Industrie mit all ihren Folgewirkungen, industrielle Revolution, Umweltverschmutzung, der wir nicht mehr Herr werden und so weiter. Wir sind in einer Situation mit unserer industriellen Entwicklung, wo wir nicht mehr ein noch aus wissen. Und ich sage, es ist unlösbar. Fossile Brennstoffe, ja, nein, wie machen wir weiter? Ich sage, wir haben uns so verrennt, es ist unlösbar. Wenn wir nicht wirklich alles wieder fallen lassen und zum Pflug greifen und auf Selbstversorgerwirtschaft gehen. Aber die Gesellschaft ist nicht mehr so reformierbar. Außer in kleinen Nischen, wie es die Amischen machen. Aber es ist ein Hammer, was sich da entwickelt. Ja, ein den Männern schmeichelndes Frauenbild. Frauen sollen den Männern gefallen und zu Willen und zu Diensten sein. Gewalt und Selbstjustiz. Lamech, der Schläger und der Jähzornige. Also, wir haben da die Industrie, wir haben Musik als Ablenkung, zudröhnende Popkonzerte. Jetzt habe ich die Cowboys genommen mit den riesen Rinderherden. Die Chefs sind in die Städte gesessen, die Cowboys haben tausende Rinder über die Prärie getrieben und sich gegenseitig erschossen und die Rinder gestohlen. Da ist um Reichtum, Gewalt, Verbrechen gegangen. Die Wildwestfilme leben davon. Hätte genauso gut eine Schweinezuchtanstalt mit Spaltböden zeigen können. Auch nicht gut. Und hier, so will die Gesellschaft, die Werbe, die Modeindustrie, dass Frauen ausschauen. Früher hat man die nur in der Nacht am Gürtel gesehen, wie sie sich heute anziehen. Das ist es. Das ist die Gesellschaft, mit Kain begonnen hat. Es ist nichts anders. Wir leben in einer Kainsgesellschaft. Genau dieselben verworrenen Grundsätze. Darum heißt es, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Der Weg Kains ist nicht nur der Brudermord, sondern auch das, was in der Folge seiner Nachkommen sich alles entwickelt hat.
Schrecklich wie das ist, gibt es auch etwas Positives, nämlich den Stammbaum des Lebens. Ich habe das hier mal zusammengestellt, weil interessanterweise bei den Nachkommen Adam, Seth und so weiter die Lebensdaten angegeben werden. Und so kann man, wenn man will, schauen, okay, von Adam, von der Erschaffung Adams bis zur Sintflut, das waren 2256 Jahre. Oder 2262 nach der Erschaffung des Menschen, das gehört noch dazu. Also eine interessante, ja, 2262 Jahre nach der Erschaffung des Menschen kam die Sintflut, wenn man die Lebensalter und Sterbedaten von 1. Mose 5 so zusammenzählt. Das muss man nicht machen, aber es ist teilweise ganz interessant, wenn man so einen Zeithorizont redet. Wir reden jetzt eigentlich über eine Zeitepoche von gut knapp 2500 Jahre. Und Henoch, hier ist wieder ein Henoch drinnen, das war zeitgleich ungefähr mit Lamech. Und das, da werden wir nächstes Mal drüber reden, das war genau da, die Zeitepoche, wo die Engel sich mit Frauen von Menschen eingelassen haben und die gesamte menschliche Rasse verdorben worden ist. Und diese gefallenen Engel haben den Menschen beigebracht, sich mit Waffen gegenseitig umzubringen, den Frauen sich zu schminken, aber Glaube, Götzendienst, Magie. Das werden wir dann sehen aus dem Buch Henoch, was da alles zum Lernen und zum Sehen ist. Nur, dass wir wissen, warum ist gerade beim Lamech so total schlimm geworden? Weil Lamech zur Zeit von Henoch gelebt hat. Und bei Henoch, zur Zeit von Henoch ist etwas Schreckliches passiert, was wir beim nächsten Kapitel sehen werden dann. Aber jetzt schauen wir uns diese wunderbare Nachkommenschaft an. Wiederum erkannte Adam seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er nannte ihn Seth und sagte, Gott hat mir einen anderen Nachkommen bestimmt anstelle von Abel, den Kain getötet hat. Und Seth wurde auch ein Sohn geboren und er nannte ihn Enosch. Dieser hoffte auf den Herrn und rief seinen Namen an. Und wir sehen hier eine ganz andere Richtung. Einerseits hat Gott einen Ersatz gegeben für Abel, so nennt er das. Und Seth und Enosch nachher, dort ist der Glaube an Gott weitergegeben worden. Die haben etwas weiterzugeben gehabt an ihre Kinder. Dort hat man begonnen, Gott wieder ernst zu nehmen und von Generation zu Generation an Kinder und Kindeskindern den Glauben weiterzugeben. Enosch hoffte auf den Herrn und rief seinen Namen an. Und jetzt kommt die ganz lange Liste. Das ist das Buch von der Entstehung des Menschen an dem Tag, an dem Gott Adam schuf, den er nach seinem Bilde schuf. Und er schuf sie als Mann und Frau und segnete sie. Und an dem Tag, da er sie schuf, gab er ihm den Namen Adam. Adam aber lebte 230 Jahre. Das wird jetzt ein bisschen mühsam zum Zuhören, weil das ist immer ganz gleich und sind viele Jahreszahlen. Aber hört euch das trotzdem an. Adam aber lebte 230 Jahre und zeugte einen Sohn nach seinem Bild und Namen Seth. Nachdem er Seth gezeugt hatte, waren die Tage Adams 700 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Also lebte Adam 930 Jahre und er starb. Seth aber lebte 205 Jahre und zeugte Enosch. Nachdem er Enosch gezeugt hatte, lebte Seth 707 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So waren alle Tage Seths 912 Jahre und er starb. Enosch aber lebte 190 Jahre und zeugte Kenan. Nachdem er Kenan gezeugt hatte, lebte Enosch 715 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So waren alle Tage des Enosch 905 Jahre und er starb. Mal kurze Pause, weil es geht ja noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende mit diesen Aufzählungen. Aber wir sehen ja so den Kreislauf des Lebens drinnen. Da ist immer Leben, fortpflanzen, sterben und auf Gott hoffen und ihn anrufen. Das ist der Grundton drüber. Und ich habe gedacht, Leben, das ist ja was Besonderes. Wir haben in der Vorrede von Leben in der Fülle gehört, aber Leben, das ist ja, das wollen wir wollen alle leben. Und genau dieses Wort fehlt bei der Familiengeschichte Kains. Da steht nicht ein einziges Mal, Kain lebte, Henoch lebte, Irad lebte. Steht dort nicht. Ich meine, sie haben gelebt, ja. Aber es wird nicht so mit den Worten ausgedrückt. Und ich glaube, da liegt eine Absicht drinnen.
dass man sagt, das, was die Familie Kains hat, das ist eigentlich kein Leben. Das ist nicht das Leben. Das wahre Leben sehen wir hier. Und dieses wahre Leben ist fruchtbar, es pflanzt sich fort und es nimmt den Tod an als Abschluss, wie Gott es verordnet hat, weil es gibt eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wir brauchen den Tod nicht fürchten, uns nicht gegen den Tod wehren, weil man auf Gott hofft. Wenn man auf Gott hofft. Die Hoffnung auf Gott überwindet die Furcht vor dem Tod, deswegen kann man sich in den Tod fügen und muss sich nicht mit Händen und Füßen dagegen wehren. Also das ist ein kleines Detail. Leben. Kenan geht weiter, lebte 170 Jahre, zeugte Mahalalel. Nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, lebte Kenan 740 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So waren alle Tage Kenans 910 Jahre und er starb. Mahalalel aber lebte 165 Jahre und zeugte Jered. Nachdem er Jered gezeugt hatte, lebte Mahalalel 730 Jahre, zeugte Söhne und Töchter. So waren alle Tage Mahalalels 895 Jahre und er starb. Jered aber lebte 192 Jahre und zeugte Henoch. Und bei dem wird es spannend. Nachdem er Henoch, das ist der Henoch, den wir nächstes Mal ein bisschen mehr reden. Ja? Und zeugte Henoch. Nachdem er Henoch gezeugt hatte, lebte Jered 800 Jahre, zeugte Söhne und Töchter. Also waren alle Tage Jareds 962 Jahre und er starb. Henoch aber lebte 165 Jahre und zeugte Methuselah. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte, war Henoch noch 200 Jahre lang Gott wohlgefällig und zeugte Söhne und Töchter. Also waren alle Tage Henochs 365 Jahre. Henoch war Gott wohlgefällig und wurde nicht mehr gefunden, denn Gott entrückte ihn. Henoch ist der Einzige in der ganzen Reihe, der nicht gestorben ist, sondern Gott hat ihn einfach zu sich genommen. Er gesagt hat, der Henoch, der ist so super, den will ich bei mir haben. Und da kann man viel drüber nachdenken, was es heißt, Gott wohlgefällig zu leben. Im Endeffekt ist genau das die Garantie des ewigen Lebens, dass wir im Frieden mit Gott, Gott suchen, auf ihn hoffen, mit seiner Gnade seinem ewigen Leben durchdringen. Der Tod ist in dieser Nachkommenschaft durchbrochen. Das machen wir nächste Woche mit dem Buch Henoch. Oder nächstes Mal. Ich erkläre es nächstes Mal mit dem Buch Henoch. Methuselah lebte 167 Jahre. Es kommt noch eine interessante Sache. Und zeugte Lamech. Nachdem er Lamech gezeugt hatte, lebte Methuselah 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. So waren alle Tage Methuselahs 969 Jahre und er starb. Lamech aber lebte 188 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah und sprach, er wird uns Ruhe geben von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände um des Bodens Willens, den Gott der Herr verflucht hat. Nachdem er Noah gezeugt hatte, lebte Lamech 565 Jahre, hatte Söhne und Töchter. So waren alle Tage Lamech 753 Jahre und er starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Das ist hier besonders, nämlich es gibt eine Hoffnung auf Erlösung. Sie haben gewusst, ja, das Leben nach der Sünde, Sündenfall, dumm gelaufen, Erde verflucht, Schweiß im Angesicht, Arbeiten, Dornen, Disteln. Die Nachkommen Kains setzen auf Technik und auf Eisenpflüge und auf Industrie. Die Nachkommen Seths setzen auf den Erlöser, der kommen wird und Ruhe bringen wird. Das sind zwei völlig verschiedene Lebensentwürfe. Entweder vertraue ich darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird und einen Erlöser schicken wird, oder ich vertraue auf meine eigene Weisheit, Kraft und Intelligenz und Erfindungsgeist, indem ich mich selbst von dem Fluch erlöse, indem ich mit Technik und Industrie und allerlei Tricks versuche, mir den Fluch so leicht wie möglich zu machen. Das eine ist Rebellion, das andere ist Vertrauen. Das eine ist Aufbegehren gegen Gottes, meinetwegen Züchtigung oder Strafe. Das andere ist sich fügen im Vertrauen auf Gott. Grundsätzlich verschieden. Seths Nachkommen lebten in Gemeinschaft mit Gott. Sie konzentrierten sich auf den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Seid fruchtbar, füllt die Erde. Und in Henoch sehen wir die Verheißung des ewigen Lebens.
Und die Namensgebung Noahs zeigt, dass sie sich demütig unter den Fluch gebeugt haben und auf den Erlöser warteten. Und es gibt nichts menschlich Beeindruckendes in dieser Familiengeschichte. Keine Versuche, den Fluch zu kompensieren. Und menschlich gesehen, wenn man das liest, es ist fad. Das klingt fürs Erste wie ein langweiliges Leben. Lebte, zeugte, starb. Ja. Aber worauf konzentrieren wir uns? Worauf konzentrieren wir uns? Oder wollen wir uns konzentrieren? Wollen wir uns einen Namen machen, wie Kain mit seiner Stadt, seinen Denkmälern? Wollen wir uns dafür einsetzen, uns den Fluch dieser gefallenen Schöpfung zu erleichtern? Super, KI brauche ich nicht mehr selber studieren. Die KI schreibt mir das alles, KI sortiert. KI kann stapelweise wissenschaftliche Studien in wenigen Stunden durcharbeiten und die Essenz herausholen. Was haben wir damit gewonnen? Dass die Wissenschaftler, die heute dann groß gefeiert werden oder morgen, diese Studien selbst nie gelesen haben, sondern immer nur die KI-Ergebnisse. Möchte ich mich von einem Chirurgen operieren lassen, der seine Dissertation mit ChatGPT geschrieben hat? Oh, ich will, dass er fundiert ausgebildet ist, dass er mit eigener Mühe sich den Stoff angeeignet hat und es nicht delegiert hat an eine künstliche Intelligenz. Ich bin so ein Gegner davon, ihr könnt das gar nicht fassen. Wollen wir uns durch Wein, Weib und Gesang über diesen Fluch hinwegsetzen? Das ist ja gängige Methode, ja? High Life. Interessanterweise über Alkohol und Drogen ist nichts gestanden in der Familie von Kain, aber das kommt auch noch in der Bibel. Oder wollen wir in Demut vor Gott wohlgefällig leben und unsere ganze Kraft und Zeit darauf verwenden, Gottes Auftrag zu erfüllen? Es gibt nur diese zwei Lebensweisen. De facto gibt es nichts dazwischen. Alles, was nicht wie rechts, wie Seths Nachkommen ist, ist in all seiner Vielfalt und Buntheit wie Kains Nachkommen. Denn ein Leben wie die Kains-Familie, wie die Kains-Gesellschaft, bietet eine Fülle an Variationen, eine Fülle an verschiedensten Lebensentwürfen. Da kann man sich individuell austoben und selbst verwirklichen. Aber es ist immer eine Flucht vor Gott. Eisen gegen den verfluchten Boden, Städte als Zuflucht unserer Unruhe, Ablenkung durch Unterhaltung. Übrigens, mehr als 50% der Weltbevölkerung leben mittlerweile in Städten. Die Landflucht hinein in die Stadt, das ist, hat eine Sogwirkung, das ist nicht ohne. Ablenkung durch Unterhaltung. Fernsehen rund um die Uhr. Früher, wie ich Kind war, hat es beim Fernsehen gedauert bis 17 Uhr. Dann ist der Kasperl gekommen um 17 Uhr. Und dann hat erst das Fernsehprogramm angefangen. Und mit Sendeschluss, um Mitternacht herum, ist die Bundeshymne gespielt worden. Und in den sendefreien Zeiten war immer nur das Testbild zu sehen. Es gab Zeiten im Fernsehen, da ist nichts gesendet worden. Da saß man vor dem Fernseher und ja, man hat abgedreht, man hat sich unterhalten müssen, man hat reden müssen, weil es gab kein Programm. Heute rennt es rund um die Uhr. Und es gibt in vielen Familien, wo der Fernseher auch rund um die Uhr läuft, wenn man die Stille nicht aushält. Streben nach Reichtum und Bedeutung. Reduktion der Liebe auf Äußerliches, noch einmal das Frauenbild, ganz interessant. Lösungen unserer Konflikte mit Gewalt und nach außen hin bunt und abwechslungsreich. Leben wie Seths Nachkommen, das ist der Weg des Lebens, der Stammbaum des Lebens, beginnt mit einer Hinwendung zu Gott. Ich will mit Gott im Reinen sein, ich will mit ihm leben, weil er gut ist. Ich nehme demütig an, das, was ich verdient habe, was wir aufgrund unserer Sünde verdient haben. Und wir warten auf den, der uns die Ruhe bringt, das ist unser Herr Jesus Christus, wenn er wiederkommen wird und der uns jetzt schon Frieden ins Herz gibt. Und wir leben. Es ist einfach Leben, wie Gott es gemeint hat. Leben in Gemeinschaft, Leben in gesunden, guten Beziehungen, Leben in gesunden Familien, Leben in Liebe. Mit Gott wandeln. Es ist eigentlich nicht fad, es ist total spannend, mit Gott zu leben, von ihm zu lernen und den Auftrag, den er uns gegeben hat, zu erfüllen. Nämlich die Erde zu erfüllen, nicht nur mit leiblichen Menschen, sondern auch mit Menschen, die zum Glauben an Christus kommen. Und dass wir den Tod in Hoffnung annehmen können. Wisst ihr, was das für ein Geschenk ist?
wie ich gestern bei der Mutti von der Cornelia war, ich habe immer wieder daran nachgedacht. Ich habe aus dem Buch Hoffnung für den Heimweg vorgelesen. Wie wichtig ist es, dass Menschen, die in den letzten Stunden, Tagen, Wochen, Monaten sind, die Angst vor dem Tod verlieren und mit Hoffnung hinübergehen, weil sie wissen, dort wartet ein barmherziger Vater auf sie. Wie schön ist es, wenn man weiß, ich brauche mich nicht fürchten, ich brauche nicht ins Ungewisse gehen, weil der Herr Jesus mir Wohnungen bereitet hat. Eine neue Stadt, wo es an nichts fehlen wird und nichts mangeln wird. Das ist die große Freude, die dieses Leben mit sich bringt. Ein Leben ohne Angst, wo wir uns nicht mehr einmauern müssen. Ja, nach außen hin ist es vielleicht langweiliger, weil es stiller ist, weil es beschaulicher ist. Wir leben als Pilger, als Durchreisende in einer Kultur der Reizüberflutung. Wir kommen mit Stille schlecht zurecht. Geht mir nicht anders. Als Stadtkind ist Stille für mich immer wieder noch eine Herausforderung. Einfach einmal nichts zu hören, nur spazieren zu gehen und vielleicht nicht einmal viel nachdenken, nicht einmal viel die Gedanken wälzen, sondern die Natur um mich aufnehmen, die Gott geschaffen hat, zu unserer Erholung. Die Fülle an Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, überfordert uns, lenkt uns vom Wesentlichen ab. Adams Kinder hatten zwei Möglichkeiten, Landwirt oder Schafzüchter. Braucht man mehr? Braucht man ehrlich gesagt mehr als wie Landwirtschaft und Schafzucht? Auf Zelte aufbauen oder Hütte aufbauen, das geht nebenbei. Wir wollen ja keine Wolkenkratzer errichten. Braucht es wirklich mehr? Und jetzt haben wir in der Stadt, wir können allerlei bunte Berufe lernen, uns da und dort verwirklichen und wissen eigentlich nicht mehr, was wir sollen. Die Auswahl ist so groß, dass die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, noch nicht wissen, was sie werden sollen. Wie ein Kind war, war es noch irgendwie leichter. Lokomotivführer oder sowas. Oder Pilot. Da war die Auswahl noch nicht so groß. Sie ist immer größer geworden und ist überfordert. Und umso später starten die jungen Leute ins Berufs- und Erwachsenenleben rein. Sie wollen das noch ausprobieren und das noch ausprobieren. Sich nur ja nicht festlegen und binden. Ist überfordert. Der Weg des Pilgers ist langsam und beschaulich. Wir wandern durch das Leben zu Fuß und fetzen nicht mit 300 PS über die Landschaft, zugedröhnt vom Autoradio. Wollen wir das Leben leben, das Gott uns bereitet hat, oder uns in der heillosen und ruhelosen Kultur der Kainskinder verlieren? Habt nicht lieb die Welt, haben wir heute schon gehört, den Text, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Aber wie bekommen wir diese starken weltlichen Prägungen aus unserem Denken und Empfinden? Wir sind ja geprägt. Wir sind geprägt. Wenn wir in einem ungläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, dann sind wir wirklich als Kainskinder in einer Kainsgesellschaft groß geworden. Mit all dem, dass wir sagen, dass wir es gut gefunden haben, dass wir es richtig gefunden haben, es gar nicht in Frage gestellt haben, den Lebensstil. Wenn man in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, so wie meine Kinder, dann ist man von Anfang an in einer gewissen Konfrontation gestanden mit der Welt. Das heißt, aufgewachsen in der Kainsgesellschaft, aber doch kritisch betrachtet, von Kindheit an Gott gewöhnt und habt ihr gehört, es gibt einen anderen Weg, als den eure Schulkollegen gehen. Und beginnen tut es mit der Herzensfrömmigkeit. Wir sehen, Kain hatte keinen herzlichen Glauben, aber da beginnt's. Wir müssen, nämlich nicht aus Zwang, nicht aus religiöser Pflicht, sondern bewusst, frei und freudig auf Gott hoffen und ihn anrufen. Und der Weg zur Ablenkung ist der Abkehr zu Gott, dass wir seine Gegenwart meiden. Wir müssen also mal den Radio abschalten, den Fernseher abschalten, das WLAN abdrehen, damit wir uns Gott zuwenden. Wir können diese Gadgets schon verwenden mit Weisheit und Maß und Ziel. Aber um Gott zu begegnen, müssen wir mal in die Stille gehen und aussteigen aus dem Trubel dieser Zeit.
Die Nähe zu Gott ist wirklich das, was unserer Seele am besten tut, was unser Herz erfreut und was uns inneren Frieden schenkt. Aber das müssen wir glauben und dann werden wir es auch erfahren. Es gibt keinen Frieden getrennt von Gott. Und wir müssen glauben, dass Gott wirklich gut ist und uns nicht ablehnt. Warum ist kein von Gott weggelaufen ist? Weil er sich von Gott abgelehnt gefühlt hat. Und das ist ein völliger Unfug. Gott lehnt niemanden ab. Gott will jeden für sich gewinnen. Aber wir müssen lernen, seine Zurechtweisung, seine Korrektur in der Demut annehmen, die dem Glauben entsprechend ist. Also Herzensfrömmigkeit. Weisheit ist genau das, dass wir die Erziehung annehmen in Weisheit. Dass wir Gott nicht mit Ausreden und Selbstrechtfertigungen kommen, dass wir uns zurechtbringen lassen, dort, wo er die Finger auf die wunden Punkte legt. Sind bei jedem woanders die wunden Punkte. Aber wenn er den Finger drauflegt, dann tut er das erstens sanft, zweitens gewinnend und drittens mit der Zusage seiner Kraft, uns da rauszuhelfen. Und die Weisheitsliteratur, die sollten wir lernen und kennen und schätzen. Sprüche Salomos, Hiob, Psalmen, Weisheit Salomos, Jesus Sirach. Diese Schriften aus der Bibel, die sind so voller Lebensweisheit, die uns wirklich eine gute Anleitung fürs tägliche Leben geben. Die innere Schönheit statt der äußeren. Wir haben bei Ada, Zilla und Naama, den Töchtern von Lamech, gesehen, dass die Kainskultur den Wert der Frauen und der Liebe auf äußere Schönheit reduziert. Aber die Schrift lernt uns genau das Gegenteil. Wir müssen hier umdenken und umempfinden. Nicht mehr das schön finden, was die Welt schön findet, weil das, was die Welt schön findet, ist der Missbrauch der Sexualität, der Missbrauch von Frauen und äußerer Schönheit. Deswegen sagt die Schrift, euer Schmuck sei nicht der äußere, Haare flechten und anlegen von Goldgeschmeide und Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Das nur erwähnt. Das ist wirklich ein Gegenmittel, eine Möglichkeit auszusteigen aus dieser Kainsgesellschaft, wenn man beginnt, sich abzuschminken und abzuschmücken. Und sagt, ich will jetzt so sein, wie Gott mich geschaffen hat. Ich will das Werk Gottes an mir nicht versuchen noch zu übermalen, zu übertünchen, sondern auf den inneren Menschen Wert legen, auf den sanften und stillen Geist, haben wir genug zu tun. Eine Möglichkeit, wirklich uns loszulösen aus der Kainsgesellschaft, in einer sehr praktischen Weise. Gemeinschaft, Städte, für die Männer Gewaltlosigkeit, Einüben der Gewaltlosigkeit, dass wir nicht wie Lamech sind, Schläger und rachsüchtig, sondern die Gewaltlosigkeit einüben. Gemeinschaft ist eine wesentliche Hilfe, der Kainsgesellschaft zu entkommen. Denn die Städte sind Anonymität und Entfremdung, aber eine christliche Gemeinschaft schafft eine geistlich-familiäre Einheit und Verbundenheit, welche Abrahams Sitte abgesondert von der Welt gehalten hat. Also familiäre Einheit und Verbundenheit hilft uns, eine Gegengesellschaft, eine Gegenwelt, eine Gegenwirklichkeit zu der so dominanten Kainsgesellschaft zu bilden, die um uns ist. Hier wohnt Gott, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Hier herrschen andere Werte, hier lernt man einen anderen Lebensstil. Wer sich von den Geschwistern zurückzieht, zieht sich auch vom Herrn Jesus zurück. Er ist unser Haupt, er ist unser Lebensquell. Und weil er das Haupt ist, ist dieser Stammbaum Setz der Stammbaum des Lebens. Nur weil Christus dort ist, ist es ein Lebensweg. Ohne ihn ist kein Leben. Prägung der Welt erfolgt durch Massendruck, die Umprägung in der Gemeinde durch die Liebe. Wir haben noch den Auftrag, sind zum Zeugnis berufen, wir sollen fruchtbar sein und uns mehren. Es gibt kein spannenderes und erfüllteres Leben, als ganz für das Reich Gottes zu leben. Blick nicht zurück, wenn du die Hand an den Pflug gelegt hast. Betrachte deine begrenzte Lebenszeit stets im Licht der Ewigkeit. Wir brauchen den Tod nicht fürchten, aber wir sollen die Zeit bis dahin auskaufen, nützen. Strebe nach den Gaben und Diensten, welche die Gemeinde aufbauen. Wenn wir das so beherzigen,
dann bezeugen wir, was die Namen der Nachkommen Seths bezeugen. Jeder Name steht für eine Bedeutung. Adam, Mann, Seth, der Seth, Enosh, hinfällig und sterblich, Kenan, Eigentum oder Besitzer, Mahalel, Lobpreis, Jared, herabsteigen, Henoch, Einweihung, Methuselah, Mann des Speers, Lamech, starker Jüngling, Noah, Trost, Ruhe. Und daraus kann man einen Satz bilden. Damit schließe ich ab mit diesem Satz. Das haben einige schon gemacht. Die Sätze sind immer recht ähnlich, aber Formulierung kann man ja frei machen. Somit ergibt die gesamte Nachkommenschaft über Seth den Satz, ein Mann kam als Ersatz für die Sterblichen in sein Eigentum zum Lobpreis Gottes. Er stieg hinab und in ihm wohnte Gott. Er wurde mit einem Speer durchbohrt. Er erneuert unsere Kraft und Jugend und schenkt uns Trost und Ruhe. Das ist eine Möglichkeit, den Namen dieser Geschlechterfolge zu einem Satz zusammenzubinden. Und das sollte die Botschaft unseres ganzen Lebens sein. Dass wir diese erneuerte Kraft erleben, zeigen und diese Trost und diese Ruhe von uns ausstrahlt, die Christus uns erworben hat, in der er am Kreuz für uns gestorben ist. Soweit die Worte für heute. Amen.